So Leute, willkommen zurück zu Kirby und das vergessene Land. Oh yeah, im letzten Part haben wir Level 3 von Welt 2 abgeschlossen, haben eine Blaupause gefunden, deswegen sind wir gerade wieder in der Stadt. Und mal wieder nicht alle Waddledees befreit. Naja, aber wir probieren es bald wieder. Sag mal, was glaubst du, wofür das Bestienrudel die Waddledees eigentlich braucht? Gute Frage. Vielleicht als Antrieb oder so. Die werden einfach alle als Benzin verwendet. In den Mixer und ab dafür. Ich hatte mich gerade mit ihnen angefreundet, als das Rudel auftauchte und alle entführte. Dabei ist das Territorium der Bestien weit, weit weg. Wir hatten vor, uns hier eine Stadt zu bauen, um in Frieden leben zu können. Aber zum Glück bist du ja aufgetaucht, Kirby. Ja, weiß ich nicht, Digga, weiß ich nicht. Können wir Elfilin vertrauen? Das ist ein Kirby-Spiel. Es wäre nicht das erste Mal, dass etwas sehr, sehr Niedliches plötzlich sehr, sehr grausam wird. Aber wisst ihr was? Ich bin mal so naiv und ich vertraue Elfilin einfach. Das können die doch nicht jedes Mal bringen, ne? Ich frage mich, ob Dark Matter oder so oder Zero oder whatever wieder was damit zu tun haben wird am Ende. DDD kommt ja bestimmt auch noch. Stimmt. Den haben wir sogar gesehen in dem Trailer. Ab sofort findest du auch die Spezialpower Tornado im Laden. Viel Spaß damit. Ah, wir geben das direkt ab. Hui, hast du etwa einen Krimskram-Igel-Blaupause? Los, gib schon her. Also gut, ich hole nur eben schnell mein Werkzeug. Dann können wir gleich mit dem Entwickeln loslegen. Da bin ich gespannt. Die werde ich auch direkt mal verwenden, die Fähigkeit. So, vielen Dank für deine Geduld. Die Spezialpower kann nun zu Krimskram-Igel werden. Ich bin sehr gespannt. Aber erstmal, ziehe Gegner, Blöcke und Sterne in den Wirbel und richte Schaden an, indem du sie fortschleuderst. Aber pass auf, dass dir dabei nicht schwindelig wird. Coole Fähigkeit. Hier kommt noch, also es sieht so aus, dass nur noch eine Fähigkeit fehlt. So generell. Okay, Krimskrams-Igel-Blaupause. Steigert in Kraft und Geschwindigkeit. 2 sogar. Waren die vorher auch schon 2? Naja, egal. Wir haben genug. Fang an. Walte deines Amtes. So. Hatte ich recht? Ja, ich hatte recht. Die Spezialpower-Igel hat sich zu Krimskram-Igel entwickelt. Dum, dum, dum. Was ist deine Beschreibung? Eine echte Spitzenwaffe im wahrsten Sinne des Wortes. Roll durch die Gegend, lass den Knopf los und schleudere den spitzen Krimskrams mit voller Wucht von dir weg. Autsch. Hauptsache natürlich hinten. Ja, es sieht sogar, glaube ich, genauso aus wie in Crystal Charts. Warte, aufladen? Oder warte schon da gerade? Nö. Sieht witzig aus. Okay, wir gehen ins nächste Level. Wir haben definitiv noch ein paar Schatzjagden zu machen. Gucken wir mal, wie gut wir mit dem Level durchkommen. Dann machen wir es einfach danach vielleicht. Eventuell, gegebenenfalls. Will die auf jeden Fall noch machen. Definitiv. Oh, da hinten ist der Boss. Hey Kirby, wohin geht's als nächstes? Zu den stromschnellen Wasserwerken! Im Singular. Oh, 5 Waddledees versteckt. Hoho. Das ist ja hier. Die wollen's wissen. Die wollen es definitiv wissen. Strom, schnellen Wasserwerk. Yeah. Okay. Dum, dum. Guck mal, da unten ist doch direkt was. Wo wir voll daneben fallen. Warte mal, das ist der richtige Weg, wie es aussieht. Oh. Irgendwie dachte ich, wir hätten was Optionales gefunden. Hm. Na gut. Dann würde ich gerne mal nach oben gehen. Wir hätten noch über die Rohre drüber gekonnt, oder? Naja, jetzt sind wir hier unten. Wir müssen die Level da wahrscheinlich sowieso nochmal spielen. Also auch diesen Level hier. Okay, es war immerhin der erste Waddle Dee. Kirby, Ponyo, sehr gut. So, was haben wir hier? Wieder ein paar Münzen für uns, höchstwahrscheinlich. Oh, das ist... Achso, das ist einfach nur... Thunfisch. Ja, Kirby isst alles. Isst 3 Konserven. Na, ja, sehr gut. Okay. Na gut, vielleicht wäre da oben gar nichts mehr gewesen. Ne? Safe war da nichts mehr. Leute, nein, wir haben nichts verpasst. Was labert ihr? Ihr kennt das Spiel wohl noch nicht so gut wie ich, ne? Tja, das... das kommt noch, Leute. Hey. So. Guck mal, hier hätten wir sogar die Igelfähigkeit nochmal bekommen. Falls wir sie jetzt irgendwie aus welchen Gründen noch verloren hätten. Falls wir die anderen Schatzsuchen gemacht hätten zum Beispiel.
bin aber schon geneigt, auch mal auf die Rohre drauf zu gehen, was überhaupt nicht funktioniert. Siehst du mal, das hätte auch bei dem anderen Gebiet wahrscheinlich nicht funktioniert. Was hat denn? Achso, wieder nur Tintenfische. Ziemlich geil, die Fähigkeit, weil man damit auch auf dem Wasser sich sehr, sehr schnell fortbewegen kann. Moment kurz, ich komme gleich zu dir nach oben. So viele hier. Was wollt ihr denn alle? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und da gibt es als Belohnung... Oh. Bombenkette. Oh, da bin ich sehr gespannt. Die Bombenfähigkeit, die hat ja gut Pluspunkte gesammelt. Für mich persönlich bisher in diesem Kirby-Abenteuer. Als eine Fähigkeit, die ich nie wirklich gerne gespielt habe. Zu einer Fähigkeit, die ich tatsächlich ganz gerne benutze. War ja auch meine erste Wahl eben beim Boss. Wobei das eher am Fernkampf lag. Aber schauen wir mal. Ich habe große Hoffnungen. Oh, ups. Ich glaube, das war optional. Ich hoffe, das war optional. Doch, das war optional. Ah, da haben wir wieder... Nehmen wir unten. Doch, hatten wir. Das ist der... Der Windwirbel. Das sieht aus wie so eine richtig schöne, edle Krone. Oh Gott. Ja. Okay, Mitte. Links. Rechts. Einfach, Leute. Gar kein Problem. Ich hoffe nur, hier gibt es keine anderen Geheimnisse noch. Tada! Oh, sieht auch bisher so aus, als wären wir noch im Plan. Ich gucke trotzdem mal nach, ob es da noch irgendwas anderes gibt. Ich bezweifle es. Nee, einfach nur. Einfach nur zum Baiten anscheinend. Hier auch. Fragezeichen. Ja. Okay. Und hier hatten wir noch einen, ne? Ich bin die ganze Zeit... alles, was ich mache, könnte einen Waddle Dee freischalten. Vielleicht zerstöre alle Wände im Geheimraum oder so. Glaube ich zwar nicht, aber... Ne? Man will ja alles mal ausprobiert haben. Damit man möglichst nicht nochmal in ein Level reingehen muss. Aber ich glaube, das, das können wir vergessen. Passt du da durch? Nee, natürlich absichtlich so dünn gemacht, dass man da nicht durchpasst. Clever. Diese Spieleentwickler, oh, die haben doch bestimmt schon mal ein Game gemacht, oder? Das war noch nicht ihr Erstlingswerk. So, das ist der gleiche Gang. Wie der von eben. Ich frage mich, ob hinter diesem alten Gerät etwas ist. Wer hätte das gedacht? Wer hätte damit gedacht? Schon lange nicht mehr gesagt. Chris, du meinst wohl, wer hätte... Ja, das war der Witz dahinter. So, ist hier oben noch was? Nein, ich glaube nicht. Gut. Ah. Aha. Ah, okay. Ja, ich sehe es doch gerade schon. Das war nicht die Taste, die ich drücken wollte. Verdammt, ich habe 100 Sternis oder Münzen. Sternmünzen, so hieß die Währung, ne? 100 Sternmünzen dafür ausge... Das wollte ich nicht. Dafür ausgegeben. Bisher haben wir es noch nicht gebraucht, ne? Wir sind bisher noch nie, glaube ich, durch... Finde den goldenen Fisch. Ja, genau deswegen bin ich da hingesprungen. Mhm. Durch Lebensenergieverlust. Irgendwie gestorben oder so. So, haben wir noch Konserven essen. Ja, guck mal, das war sogar das letzte mit dem goldenen Fisch. So, hätten wir jetzt die Eisfähigkeit. War die hier nicht eben? Doch, die war da doch, ne? Spawnt der neu? Bestimmt. Ja, da ist er schon. Da ist er schon. Ich habe auch große Hoffnungen in Eis, meine lieben Freunde. Also, neue Eisfähigkeit. Hier haben wir schon eine Drachenfähigkeit gesehen. Vielleicht gibt es einen Eisdrachen. Oder ein Greif oder irgendwas anderes Cooles. Ah, verstehe. Ich verstehe, was das Spiel hier von mir möchte. Wird die auch immer... Ja, die wird auch mal so gedreht. Gut, dann müssen wir hier definitiv das da hinsetzen. Um irgendwas zu haben. Ah, eine Konserve. Eine Konserve! Eine noch.
Komm, den kriegen wir aber, oder? Den kriegen wir. Warte mal, wie kriege ich dich hier rüber? Ich glaube nicht, dass... Ja, das habe ich mir fast gedacht. Und da versinkt es einfach im Wasser. Spawnt aber neu, netterweise. Okay. Also warte mal, wir können ja... Ach, mein Gott. Manchmal, ne? Manchmal macht man sich aber auch einfach komplizierter, als es ist. Nö, Chris, das machst eigentlich nur du. Ach so, sorry. Entschuldigung, Entschuldigung. So, Nummer 3. Auch immer noch alles in der korrekten Reihenfolge. Kann ich hier vielleicht... Nee. Okay. Da oben ist noch so eine Tür. Die müssen wir einfach nur hier runter lotsen. Wenn das alles ist. Ist da oben vielleicht auch noch irgendwas? Nö. Ist irgendwo ein Haken dran? Nee, wahrscheinlich nicht. Oder eine Konserve dahinter? Auch nicht. Na gut. Dann ab ins Loch damit. Perfekt. Schön. So, und direkt noch einen dahinter. Meine Güte, aber den Waddle Dee, den haben sie richtig gehasst, als sie den weggesperrt haben, oder? Stellt euch vor, ihr seid in einem Käfig und dann nochmal in quasi drei Käfigen. Also in vierfach weggesperrt. Weiß ja nicht, ne? Sorry. Da bin ich einfach in den reingerannt. So, nächster Abschnitt und wahrscheinlich der letzte... Das Gute ist, wir können einfach hier rüber. Ich habe das Gefühl, eine Konserve war bestimmt ganz am Anfang noch. Wisst ihr noch, als ich meinte, wir sind bisher noch nicht dadurch besiegt worden, dass unsere Energie zur Neige ging? Das könnte gleich passieren, das erste Mal. Ist das jetzt hier optional? Da stimmt eine Konserve. Da stimmt eine Konserve. Komm her! Gibt's doch nicht. Okay, aber ich darf weiter rennen. Sehr gut. Okay, war das jetzt... Trotzdem, war das der richtige Weg? Sieht ein bisschen so aus. Ich glaube, ich würde nochmal zurückgehen. Vorsichtshalber, wenn ich überhaupt zurück kann. Der Strudel ist nämlich ganz schön stark. Schauen wir mal. Oh, warte mal, hier ist noch eine Strömung. Egal. Sehr gut. Sehr gut. Keine Ahnung, ob uns das jetzt... Ob uns da jetzt die Eisfähigkeit beigeholfen hat. Okay, war gar nichts mehr. Okay, never mind. Da habe ich mehr gesehen, als da war. Naja, kann mal vorkommen, nicht wahr? So können wir immerhin noch diese eine Münze hier einsammeln. Die ist wichtig. Die wird uns am Ende nämlich fehlen sonst bei irgendwas. Okay, aber sieht gut aus. Fehlt nicht viel. Mein Gott, aber hier habe ich echt das Gefühl, die ganze Zeit viel verpassen zu können. Ich höre doch da schon was. Ah, ja, da oben ist er. Aber da kann ich nicht hochfliegen einfach, oder? Nee. Ah, guck mal. Guck mal, guck mal, guck mal. Und hier jetzt eine schöne Brücke hin. Sehr gut. Ja, dann fehlt ja nur eine Sache, die wir eventuell schon übersehen haben. Aber gute Quote, würde ich mal sagen, die wir hier erreicht haben. Ja, da ist das Ende. Da ist das Ende. Das ist noch irgendwas Schönes hier. Und die armen Waddle Dees, so Mann, hör auf, dir die Umgebung anzugucken und befreie uns. Verdammt, ich noch eins. Machen wir doch. Ich finde es schön, dass die Waddle Dees übrigens so ganz leicht verschiedene Rot-Orange-Töne haben. Das macht sie gleich sympathischer. So, was war das letzte? Gewinne den Kampf, ohne ins Wasser zu fallen. Den Kampf. Gegen was haben wir gekämpft?
Oh, ganz am Anfang. Glaube ich. Doch, da war was. Igel! Autsch! Aua! Vorsicht vor den Stacheln! Mit ihnen kannst du Gegner festpinnen oder sie beim Drüberrollen aufsammeln und sie anschließend wegkatapultieren. Zack! Ich glaube, das ist wirklich die gleiche Beschreibung. Nadilini. Nadilini. Oder so. Okidoki. Ja, 10 von 11 kann man machen. Wie viel man mittlerweile wo braucht für so eine Boss-Welt zum Freispielen? 19. Die schaffst du doch fast allein dadurch schon, dass du einfach nur die goldenen Käfige aufsammelst, oder? Der tropische Terror. Oh Gott, ist es ein Tropen-Wispy-Wood? Die Waddledees haben dir beim Öffnen des Tors geholfen, das dir den Weg versperrt hat. Betritt den nächsten Abschnitt und stelle dich dem Boss, der über dieses Gebiet wacht. Ja, machen wir aber nicht mehr in diesem Part, Leute. Denn der Vulkanfeuerschatz möchte geborgen werden. Lass uns in die Stadt zurückgehen. Oh, guck mal, da haben wir auch noch... Wir haben viel zu tun hier, viel zu tun. Ja, komm. Gehen wir noch in die Waddledee-Stadt zurück und gucken uns die Bombenpower an. Ich glaube aber, am Anfang des nächsten Parts, Leute, werde ich erstmal diese ganzen Schatzrouten einsammeln und dann in einem glorreichen Finale mit dem Boss enden. Die Spezialpower-Bomben können nun weiterentwickelt werden. Besuche Waddledees Waffenladen. Machen wir. Gucken wir uns noch an. Das schauen wir uns noch an. Da bin ich zu neugierig. So, mein Freund, du wirst wahrscheinlich das gleiche reden wie immer, also sparen wir uns das, Bombenkette. Ich bin höchst erfreut. Generell höchst erfreut, dass die Bombenfähigkeit irgendwie so ein schönes Upgrade bekommen hat. So. Mehr an Kraft. Ganz schön viel gewinnt es an Kraft. Spätere Fähigkeiten kosten bestimmt noch viel, viel mehr. So viele Schatzrouten, wie es gibt. Oder sie packen einfach nur deswegen so viele rein, damit man auf jeden Fall alles freischalten kann. Ich habe gerade übrigens die Ledertextur auf dem Hut des Waddledees bewundert. Spezialbomben hat sich zu Bombenkette entwickelt. Das sieht schon mal sehr geil aus, der Hut. Wie cool. So ein bisschen Elektro-Plasma-Power mit drin. Bomben, die nah beieinander platziert werden, explodieren alle auf einmal. Einfach nur den Knopf halten, zielen, werfen und fertig. Je mehr Bomben, desto größer der Effekt. Moment. Ah, da sieht man's. Wenn ich sie gegeneinander rolle, dann explodieren sie natürlich schon vorher. Cool. Okay, also funktioniert gleich die Fähigkeit, hat aber andere Boni. Das finde ich wunderbar. Okay, Leute, dann würde ich sagen, das war es erstmal für heute mit Kirby und das vergessene Land. Beim nächsten Mal machen wir hier weiter, indem wir die ganzen Schatzdinger maximieren. Und zwar natürlich so, dass wir auch immer schön den Zeitbonus einhalten. Oh Gott, ich hoffe, damit lade ich mir nicht zu viel auf. Werden wir sehen. Bis dahin, Leute. Ciao.